Kylian Mbappé hat Gerüchten zufolge vom saudi-arabischen Club Al-Hilal ein Angebot über ein Jahresgeld von 700 Millionen Euro bekommen. Zu wild, Digga. Und deshalb habe ich mir gedacht, mein Team soll heute aktuelle Transfergerüchte bestimmen. Ich habe mir dazu ein Glücksrad mit dem 50 wertvollsten Verein der Welt und Schalke 04 gemacht. Und beim ersten Spin landet es direkt auf dem FC Chelsea. Oh, und das erste Gerücht, das wir direkt sehen, Moises Caicedo von Brighton & Hove zum FC Chelsea. Und der Kerl, der hätte auch eine stabile 90er Team of the Season Karte. Aber Freunde, wir verschaffen uns natürlich zuerst einen Überblick über alle Gerüchte. Puh, und das war eine sehr gute Entscheidung. Dusan Vlahovic zum Beispiel, Kylian Mbappé. Junge, 24%, was ist denn da los? Chelsea, dahinter noch Paulo Dybala, Victor Osimhen, Randall Kolo Muani. Junge, die haben Stürmer ohne Ende im Angebot. Und wisst ihr, wer auch noch spannend wäre? Michael Olise von Crystal Palace. Immerhin 66% Wechselwahrscheinlichkeit. Ah, das ist jetzt die Frage. Den 88er Inform Olise für den rechten Flügel oder den 95er Footies Kolo Muani fürs Sturmzentrum? Ich kann mich nicht entscheiden. Lassen wir es einen Münzwurf entscheiden. Zahl ist Kolo Muani, Kopf ist... Ja, es wird Olise. Der Franzose ist jetzt am rechten Flügel, der erste Spieler im Team. Aber Freunde, es fehlen hier natürlich noch alle Spiele in der Startelf und auch auf der Bank. Da drehen wir direkt zum nächsten Mal das Glücksrad und es landet auf Nottingham Forest, der nächste englische Verein. Was kocht die Gerüchteküche in Nottingham? Gerassi von Stuttgart zum Beispiel. Junge, ganz, ganz wild. Aber ihr seht schon, Freunde, recht viele Gerüchte gibt's hier nicht und viele gute Spieler sind auch nicht dabei. Aber Ibrahim Sangare, der könnte fast der Beste sein. Wir schnacken nicht lang rum und packen ihn einfach ins Team. Bisher haben wir zweimal das Glücksrad gedreht, zweimal englische Vereine, zwei Informspieler bekommen und der nächste Spin landet auf Manchester City, eine der besten Mannschaften der Welt und wieder aus England. Oh, und so viele Gerüchte haben die gar nicht, die Citizens, obwohl sie eigentlich viel Geld raushauen. Ashraf Hakimi wäre interessant für die Verteidigung, Josko Gvardiol ebenso. Benjamin Frederik, einfach 150.000 Mark wert. Junge, warum will City den? Keine Ahnung. Oder aber, Freunde, wir holen Alphonso Davies, dann haben wir schon mal einen Top-Linksverteidiger. 70 Millionen Mark wert. Ich glaube, das machen wir. 99 Pace Linksverteidiger mit einem 92er Rating. Let's go! Weiter geht's für uns jetzt aber am Glücksrad und kann es jetzt endlich mal ein nicht-englischer Verein werden? Oh, Bayern oder Dortmund? Vielleicht Dortmund? Ne, bleib stehen! Es ist verhext, es wird der FC Everton. Aus England. Ja, moin, Freunde. Eins der Gerüchte von Everton ist einfach Harry Maguire. Und ganz ehrlich, mit einer Bessie wird's hier nicht. Hier ist eh kein guter Spieler dabei. Wir nehmen Harry Maguire. Aber Freunde, nicht etwa seine Non-Rare 81er Innenverteidigerkarte. Nee. Wir spielen den Goat natürlich als Shapeshifter-Stürmer mit einer 95. Sieht gut aus bisher. Was sagt das Glücksrad jetzt? Bitte einfach keine englische Mannschaft. Es geht auch Richtung Southampton. Komm, komm. Es wird Real Madrid. Yes, yes, yes. Ohlala, guck mal, Freunde, wer mich da so nett anlacht. Kylian Mbappé und ihr wisst natürlich, was das jetzt heißt. Richtig, Freunde, wir werfen trotzdem einen Blick auf alle Transferangebote und sehen dort Randall Kolo Muani von der Eintracht. Und ich zögere nicht lange und nehme seine 95er Footies-Karte, die jetzt da vorne mit Harry Maguire im Sturm wirbeln wird. Ach, und was Kylian Mbappé betrifft, keine Sorge, Freunde, ich habe so ein Gefühl, den bekommen wir schon noch. Wer weiß, Freunde, vielleicht schon beim nächsten Spin am Glücksrad, aber das geht in eine andere Richtung. Wird's Frankfurt oder Florenz? Es wird ganz knapp. Der AC Florenz. Wow, dickes LOL, Freunde. Die wollen einfach Niklas Füllkrug von Werder Bremen. Das ist interessant. Boah, einen Stürmer brauchen wir aber eigentlich nicht unbedingt. Allerdings sind die Transfergerüchte hier alles andere als rosig. Daher holen wir trotzdem Füllkrug, aber parken ihn auf der Ersatzbank. Jetzt gilt es aber erstmal ein Weltklasse-Team zu bauen und das nächste mit Gerüchten von Lazio Rom. Und was sehen meine Augen da? Daichi Kamada, jetzt vereinslos vorher bei Frankfurt, könnte zu Lazio wechseln und wäre dann der erste Japaner, der bei Lazio rumspielt. Ansonsten sieht sie auch relativ mau aus, auch wenn die sehr, sehr viele Gerüchte haben. Piotr Zielinski von Napoli wäre vielleicht noch interessant. Oder auch hier unten Daniel Malen von Dortmund. Das bringt mich auf eine Idee. Denn wir brauchen ja auch noch einen Spieler für den linken Flügel. Und dort wirbelt ab jetzt einfach Level up Daniel Malen. Wirbeln, das tut jetzt auch wieder das Glücksrad und dieses Mal geht's in Richtung, könnte Richtung Spanien gehen, Athletic Bilbao. Nee, ganz, ganz knapp dann doch. Villa. Ja, Freunde, und jetzt könnten wir unseren Rechtsverteidiger gefunden haben. Thomas Meunier von Dortmund ist im Gerücht bei Aston Villa. Wir holen also wieder einen BVB-Spieler, Thomas Meunier, für hinten rechts. Bisher muss ich sagen, bin ich zufrieden. Hoffentlich wählt das Glücksrad das jetzt bei. Jawohl, es wird Galatasaray. Das hat sich gereimt, Freunde. Sekunde mal, und what? Gala ist an Sergio Ramos interessiert. Klar, der hat keinen Verein mehr, aber das wäre ein wilder Transfer. Ich gucke noch sicherheitshalber nicht, dass ich hier irgendeinen Spieler übersehe, den wir unbedingt haben wollen, aber ich glaube, wir wollen keinen Suat Serdar im Team. Von daher wird Sergio Ramos. Und die 89er Rulebreakers-Karte, die ist schick und passt natürlich zu Rechtsverteidiger Thomas Meunier. Let's go, immer weiter, Männer. Glücksrad, hau einen raus. Manchester United. Und das aktuelle Top-Gerücht, einfach Leon Goretzka, aber der sieht hier ehrlich gesagt gar nicht happy aus. Guck mal, was es sonst noch so gibt. Oh, einige interessante Kandidaten. Moises Caicedo, den hatten wir schon mal davor. David Alaba, Kylian Mbappé, Harry Kane. Junge, die Stürmer. Es eskaliert wieder komplett.
Aber wir brauchen noch einen guten Mann fürs Zentrum. Da wird es tatsächlich der 95er Team of the Season, Leon Goretzka. So, Innenverteidiger und Torwart fehlt uns und dann dürfen wir auch noch die Bank verbessern. Da können wir nochmal ordentlich Kohle rausbuttern. Vorausgesetzt natürlich, das Glücksrad nimmt mich nicht hops. Und jetzt geht es erstmal wieder nach Bella Italia, zur AS Rom. Und dort ist einfach mein österreichischer Boy Marco Arnautovic im Gespräch. Da brauche ich nicht lange überlegen. Arnie kommt bei mir für die Ersatzbank. Come on, Glücksrad, ich will dieses Mal ein richtiges Brett und es wird der AFC Bournemouth. Aber Schalke wäre ganz, ganz knapp dahinter gewesen. Ja, perfekt. Und die Jungs haben aktuell 4 Gerüchte und ich kenne keinen der Spieler. Beziehungsweise sind sogar nur 3, die zum Verein kommen. Und keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach diesen Ivan Fresneda als Rechtsverteidiger. Ja, perfekt. Und den gibt's einfach nicht am Transfermarkt. Daneben Adrian Benedicak. Für die Ersatzbank. So, let's go. So viele Chancen haben wir nicht mehr. Wir brauchen noch einen Keeper und einen Innenverteidiger. Und als nächstes wird es der FC Bayern? Nee, etwas zu gering. Leeds United. Super, und Leeds hat wieder genau 3 Gerüchte. Davon Yusuf Paulsen mit 7 Millionen Marktwert. Der beste Spieler, Nathaniel Phillips, Innenverteidiger von Liverpool. Vielleicht sollte man den nehmen. 52 Pace, 73er Rating. Ja moin, der kommt böse. Aber es reicht aktuell halt einfach für die Startelf. Das soll sich beim nächsten Spin aber ändern. Unser Ziel ist ganz klar, ein Weltklasse-Keeper. Und was wird's? Dortmund, es wird Schalke. Es wird Schalke. Bitte, bitte. Oh mein Gott, ist das eng. Und es wird tatsächlich der FC Schalke 04. Oh Gott, Sekunde, aber wie sollen wir da bitte jetzt einen guten Spieler bekommen? Ah, und herrlich, bei den ganzen Gerüchten von Schalke hier ist nicht mal ein Torwart dabei. Und scheinbar, Freunde, gibt es ein Gerücht von Polo Nuachu von Southampton zu Schalke. Den könnten wir uns doch niemals leisten. Aber bam, ich kann mir seinen Inform leisten. Mit der Größe könnte er zur Not sicher ins Tor, falls wir keinen Keeper mehr bekommen. Aber er wandert jetzt erstmal nur auf die Ersatzbank. Und das Glücksrad ist in Bewegung und könnte direkt auf dem nächsten Verein landen. Frankfurt? Nee, da braucht es noch etwas. Es wird's da drin, aus Frankreich. Und das Top-Gerücht ist ja Wissam Ben Yedder mit Sagen und Schreibe 0% Wahrscheinlichkeit. Aber Sekunde, halt! Keito Nakamura vom LASK hat sogar 3% Wahrscheinlichkeit, auch wenn die aktuell nach unten geht. Aber wir nehmen, glaube ich, Gauthier Gallon, denn der ist zumindest Torwart. Und er hat immerhin ein 74er-Rating, besser als kein Torwart. Aber apropos Torwart, das hier ist der Hyper-Smile, mein erster eigener Torwart-Handschuh. Die Dinger sehen nicht nur crazy aus, sondern haben auch noch Crazy Grip und der zweite Drop ist jetzt mit 250 Stück erhältlich. Na, du willst auch endlich die unhaltbaren Bälle halten? Dann hol dir jetzt den Hyper-Smile. Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt wird's aber die heiße Phase. Wir haben ja noch 3 Spieler, mit denen wir uns verbessern können. Und der erste Spieler, das geht in die richtige Richtung. Newcastle United oder AC Mailand? Es wird der AC Mailand. Die haben sicher gute Gerüchte. Und man sieht es direkt auf den ersten Blick. Die Mailänder haben vor allem sehr, sehr viele Gerüchte. Aber eins sticht raus. Kevin Danso, Österreicher Innenverteidiger, 22 Millionen Euro Marktwert. Der Junge hat immerhin den 81er Inform und ersetzt jetzt den Liverpool-Spieler in der Innenverteidigung. Bleiben noch 2 Transfergerüchte übrig, die wir hier kochen. Und als nächstes kommt RB Leipzig. Junge, es kommt ja ausgerechnet zu einem Getränk in der Gerüchteküche. Und Leipzig will unter anderem Jesper Lindström von der Eintracht. Gucken wir, wen sie noch so wollen. Ja, und wie man in Leipzig ist man an sehr, sehr vielen Spielen interessiert, aber die meisten sind halt jung und ich denke, wir nehmen einfach Jesper Lindström. So, vamos, Glücksrad. Auf dem letzten Drücker brauche ich jetzt unbedingt noch einen Weltklasse-Keeper. Komm, und es wird Juventus Turin. Das ist schon mal ein Top-Club. Bleibt die Preisfrage, braucht Juve irgendwo einen Torwart? Vlahovic, Vlahovic, Donnarumma. Donnarumma vom PSG. 0% Wahrscheinlichkeit. Ist mir sowas von egal. Wir haben einen Weltklasse-Keeper. Das, Freunde, ist also mein Team aus aktuellen Transfergerüchten. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird es sicher auch dieses hier gefallen, also hier klicken und direkt weiter gucken.